UX, UI, Prototyping, Wireframes, ClickDummy. Habt ihr schon mal gehört? Seid aber euch nicht so ganz sicher, was es bedeutet? Kein Problem, bleibt einfach dran. Wir erklären euch die wichtigsten Designbegriffe. Hola, ich bin Arne und arbeite bei Ambient als UX-Designer. Wenn euch das heutige Video gefällt und ihr noch weitere Videos zu digitalen Themen sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Okay, los geht's. Wart ihr letztens auf einer Webseite oder einem Onlineshop unterwegs und die Bedienung hat euch richtig Freude bereitet? Dann reden wir von einer guten UX, kurz für User Experience oder auf Deutsch Nutzererfahrung. Wichtig bei der Gestaltung der Nutzererfahrung ist, dass ihr euch vor allem nicht nur den Moment der Bedienung des Produktes, also zum Beispiel der Webseite, anguckt, sondern auch den Moment davor, wie erfahre ich von der Webseite, wie komme ich darauf, und auch den Moment danach, also zum Beispiel, wenn ihr auf einem Onlineshop seid und das Produkt bestellt habt. Wie ist dann der Bezahlvorgang? Wie wird das Produkt geliefert? Und wenn was nicht stimmt mit dem Produkt, wie ist die Erfahrung mit dem Kundenservice? Auch der Kundenservice, das Telefonat mit dem Kundenservice ist eine Nutzererfahrung. UX-DesignerInnen versuchen dabei, eine sehr gute Nutzererfahrung zu gestalten. Denn ein positives Nutzererlebnis trägt dazu bei, dass eure NutzerInnen eure Marke oder euer Produkt gut in Erinnerung behalten, möglicherweise darüber reden oder es nochmal kaufen. Ganz einfach. Was sorgt eigentlich dafür, dass euer Computer euch versteht und eure Eingaben umsetzen kann? Dafür ist maßgeblich die UI, kurz für User Interface oder auf Deutsch die Benutzerschnittstelle, zuständig. Wichtig dabei ist, dass nicht nur das, was auf dem Bildschirm passiert, eine Benutzerschnittstelle ist, also zum Beispiel die Buttons oder die Eingabefelder auf einer Webseite, sondern auch eure Tastatur oder eure Maus ist eine Benutzerschnittstelle. Und die Knöpfe auf einer Kaffeemaschine auch und das Lenkrad in einem Auto auch. Wir verwenden UX und UI gerne in einem Satz zusammen. Das ist auch generell nicht verkehrt, weil die eng miteinander zusammenhängen. Wichtig zu verstehen ist dabei, dass die UI ein Bestandteil der UX ist. Zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben, dass die UI das Lenkrad ist, ist die UX das ganze Auto. Stellt euch vor, ihr baut ein Haus. Dann fahrt ihr ja auch nicht einfach los, kauft eine Reihe von Materialien, schmeißt die auf euer Grundstück und hofft, dass dann was Bewohnbares bei rumkommt. Sondern ihr lasst einen Grundriss erstellen. Auf dem Grundriss könnt ihr erkennen, wo man das Haus betritt, welche Räume es hat, wie viele Räume es hat, wie groß die sind und welche Funktionen diese Räume zum Beispiel haben. Das Gleiche, was ein Grundriss für euer Haus ist, ist ein Wireframe für eure Webseite. Ein Wireframe ist im Grunde die einfachste Darstellung einer Webseite oder einer App. Ihr habt in einem Wireframe noch keine Bilder oder Farben und selbst die Texte sind meistens noch Platzhalter oder Blindtext. Ihr könnt aber schon erkennen, wie die angeordnet sind und welche Größe die haben und welches Verhältnis zueinander. Ist die Navigation oben oder an der Seite? Werde ich mit einem Bild begrüßt oder mit einem Text? So könnt ihr solche Sachen ganz schnell erahnen und fühlen, wie sich vielleicht das fertige Produkt mal anfühlen wird. Und noch ein kleiner Fact für euren Trivia-Abend: Der Begriff Wireframe leitet sich übrigens von der Schneiderpuppe ab von früher. Ein ClickDummy gibt euch die Möglichkeit, eure Seite, bevor sie in die Entwicklung geht, schnell zu testen. Denn ein ClickDummy ist im Grunde einfach nur eine Ansammlung an verlinkten Bildern von eurer Webseite. Das heißt, der Nutzer kann sich vorher durch diese Bilder klicken, kriegt ein Gefühl dafür, wie die Webseite zusammenhängt, wie der Flow ist, wie die Klickstrecke ist, kann euch direkt Feedback geben. Ihr könnt die Designs anpassen, ihr könnt die Klickstrecke anpassen und danach das Ganze mit einem guten Gefühl in die Entwicklung geben. Jeder von euch hatte schon mal ein Modell in der Hand. Entweder in der Form eines Spielzeuges oder sogar als echten Prototypen. Bevor ein Produkt aufwendig produziert wird, wird es meistens vorher ausgiebig getestet. Das könnt ihr mit eurer App oder mit eurer Webseite auch machen. Dann sprechen wir vom sogenannten Prototyping. Im Gegensatz zum ClickDummy, wo ihr einfach nur Bilder miteinander verknüpft und die Klickstrecke nachzuvollziehen, ist der Prototyp deutlich aufwendiger. Er kann zum Beispiel Animationen beinhalten, er kann vielleicht sogar Daten verarbeiten, er ist aber meistens nicht programmiert. Deswegen ist er immer noch schneller erstellt als zum Beispiel eure Webseite. Den Prototypen könnt ihr dann euren Nutzer geben, damit sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sich eure App oder eure Webseite anfühlt. Und dadurch bekommt ihr noch genaueres Feedback. Das könnt ihr wieder einarbeiten, euer Produkt verbessern und es dann produzieren. Es gibt so viele Programme, um die Designs für deine Webseite oder deine App zu erstellen. Figma, Sketch, Adobe XD, InVision, die Liste geht weiter und weiter. Und am Ende des Tages machen sie aber irgendwie alle das Gleiche, nur in verschiedenen Ausprägungen. Du kannst mit allen die Prototypen erstellen, du kannst ClickDummies erstellen, du kannst natürlich die Designs erstellen und du kannst diese auch weiterleiten an deine Entwickler und meistens können sie daraus auch schon ersten Code ableiten. Wir persönlich
arbeiten grundsätzlich mit allen Programmen, bevorzugen aber Figma. Und es wäre auch meine Empfehlung, wenn du dir so ein Programm mal angucken willst und mal ein Gefühl dafür bekommen willst, kannst du dich bei Figma anmelden, läuft auf allen Betriebssystemen und ist kostenlos.